Vielen Dank für die Einladung. Geht's miteinander? Also wenn die Geschichte auch nicht replizierbar ist, so war sie trotzdem sehr inspirierend und auch um darüber nachzudenken, was geschieht überhaupt in der Welt, wo alles digital abrufbar ist, man sich das Gedächtnis sparen kann. Das sagen mindestens die Studis manchmal. Wir haben am Departement Umweltsystemwissenschaften zwei Studiengänge, Agrarwissenschaften und Umwelt-Naturwissenschaften, die haben mit Bachelor- und Masterstudien. Und ich bin ursprünglich da als E-Learning-Spezialist gewesen, aber mittlerweile für Curriculumsentwicklung auch zuständig. Und ab und zu, wenn wir neue Lehrveranstaltungen machen, dann konzipiere ich die, steige mal ein und dann bleiben sie an mir hängen. Und was ich heute erzählen will, ist von so einer Lehrveranstaltung. Und das Thema fand ich inspirierend des Tags zur Lehre, weil eben was bedeutet die Digitalisierung fürs Selbststudium. Aber für uns hat es auch immer so, es ist eine gegenseitige Wechselwirkung. Also was ich euch vorstelle, sind die Exkursionen zur Biodiversität, die wir mit digitalen Mitteln unterstützen. Und das hat aber auch immer eine unterschiedliche Wirkung. Also diese Lehrveranstaltungen, die treiben eben auch die Digitalisierung weiter an in unseren Studiengängen. Davon will ich berichten. Findet im Studiengang Umwelt- und Naturwissenschaften statt. Bachelorstudium ist 2 Jahre, machen alles gleich und dann gibt es eine Spezialisierung in ganz verschiedene Richtungen, von Atmosphärenphysik bis zu Ökologie und dazwischen gibt es auch Bodenwissenschaften, Landschaftsmanagement, also ist ein sehr breites Studium. Die ersten beiden Jahre, die vermitteln die Grundlagen für alle diese weiteren Studien. Und das sieht dann so aus, dass der... Also das ist so ein Bachelor-Studienplan und das violett eingerahmte, das ist die Lehrveranstaltung, um die es geht. Wir hatten früher Systematikveranstaltungen, wo die Studis, egal ob sie dann Atmosphärenphysik gemacht haben oder Mensch- und Umweltinteraktion, bis zu 500 Pflanzen lernen mussten. Als ich kam vor 10 Jahren, waren es immer noch irgendwie 160. Und in der Revision, die wir auf 2016 gestartet haben, haben dann die Dozierenden gesagt, wir schleusen nicht die ganzen 150 Studis durch unsere intensiven Pflanzenpraktika, wenn sie Sachen so nicht brauchen, streichen wir die Exkursion. Und dann haben die Studis sich gewehrt und haben gesagt, nein, im ersten Jahr, wir brauchen diese Exkursion, wir wollen raus. Und dann haben wir es in der Unterrichtskommission diskutiert und herausgefunden, okay, wir behalten die drin, aber es ist nicht mehr eine Pflanzensystematikübung, exemplarisch für die Systematik und die Biodiversität, sondern wir machen daraus Biodiversitätsexkursionen. Und da lernt ihr nicht nur Pflanzen kennen, sondern eben die ganze, also eine sehr große Vielfalt an Organismengruppen. Also da gibt es Totholzpilze oder Pilze auf Bäumen und es gibt Käferlarven in Flüssen und Seen und es gibt Flechten an den Bäumen am Bürkliplatz. Und das Ziel ist nicht mehr, dass die Studis dann einen Überblick über all die Familien und Gattungen haben, sondern dass sie im Prinzip die Biodiversität wahrnehmen und die Systematik, die dahinter steckt, ist ihr Werkzeug, um das ein bisschen strukturiert zu beobachten. Und dann gehen sie nicht nur raus und schauen das an, sondern sie versuchen Daten zu erfassen, wie diese Biodiversität eben sich messen lässt. Also sie gehen hin und schauen über ein bestimmtes Gebiet, wie viel von der Art und wie viel von der Art kommt vor und gehen dann nachher, machen sie am Schluss eine Auswertung, da komme ich dazu. Und das ist so, dass die... Also wir haben jeweils den Freitag für die Exkursion im Sommersemester und es gibt total 15 Organismengruppen, aus denen die Studis eine Priorität machen können. Also sie sagen, auf die will ich unbedingt und auf die will ich gar nicht. Und dann gibt es auch noch eine so Exkursion, wie wir sie heute Morgen gehört haben, die mehr so ein bisschen geografisch sind, wo man an einen Ort geht. Das sind auch nochmal 3 Tage und schlussendlich teilen wir die 150 Studis auf 3 ganztägige Exkursionen ein und auf 6 halbtägige Exkursionen nach den Prioritäten, so dass sie möglichst zufrieden sind, weil es gibt nichts Schlimmeres, als Studis auf einer Exkursion zu haben, die sagen, das wollte ich überhaupt nicht und jetzt haben sie mich da eingeteilt und so. Ist ein bisschen entgegenkommen, manche nennen das, wir pampern die Studis, aber es ist sicher, wenn man die Möglichkeit hat, mit motivierten Studis so etwas zu machen, dann ist das immer besser. Und das würde einfach nicht mehr gehen, das von Hand zu machen. Früher hat man dann so Excel-Tabellen genommen und irgendwie die Studis eingeteilt.
das ist logistisch nicht mehr denkbar, weil es gibt Zeiteinschränkungen, es gibt Verfügbarkeit, also es gibt einfach eine gewisse Anzahl Plätze. Wir führen die Exkursion mehrmals durch. Es ist abhängig davon, ob die Blütenpflanzen überhaupt schon draußen sind. Und da haben wir jetzt wirklich Glück gehabt, dass wir eben an der ETH auch Leute haben, die mit Optimierung gut rauskommen. Und also die Studis wählen im Dezember ihre Prioritäten aus und dann lassen wir das durch seinen linearen Algorithmus durch und dann haben wir nach 10 Minuten die Einteilung, das geht auf eine Datenbank und dann wissen die Studis, wo sie hin müssen und die Dozierenden haben eine Liste mit den Studis, die dann zu ihnen auf die Exkursion kommen. Diese Exkursionen, die dann stattfinden, eben, da werden sie auf total 6 Halbtagesexkursionen eingeteilt und die haben immer einen Vorlauf, wo sie die 15 oder so Arten oder Organismen, die sie dann suchen müssen im Feld, die lernen sie, also lernen die Merkmale, das komme ich gleich noch dazu, gehen sie auf die Exkursion, also sie müssen dann das lernen, einen Test absolvieren, wenn sie den Test zu 80% bestanden haben, dann sind sie quasi zur Exkursion zugelassen, dann gehen sie auf die Exkursion, werden dort kurz instruiert von den Experten, die dort sind, dann werden sie auf einen Pfad geschickt, mit ihren Handys gehen sie dann, meistens ist es so, dass sie dann in alleine oder in Zweiergruppen hingehen und die entsprechenden Arten suchen, wo die verteilt sind. Und das sehen sie dann gleich live auf ihrem App, das sie dabei haben. Wo sind die anderen durch? Was haben die schon für Arten gefunden? Und so. Also es ist dann wirklich so ein Crowd-Sampling oder ein gemeinsames Sampling. Das geht meistens nur so 1-2 Stunden, aber da kommen ziemlich viele Daten zusammen. Und dann werden sie für einen sogenannten Datenworkshop eingeteilt. Der ist dann nach einer dieser Exkursionen, wo sie dann noch eine Auswertung machen. Das komme ich noch dazu. Also Sie haben hier schon ziemlich viel Digitalisierung, einerseits auf der logistischen Seite, andererseits haben wir ArcGIS im Hintergrund, so ein geografisches Informationssystem, das eben auch eine App hat. Das haben wir nicht selber programmiert, das bringt sehr viel, weil dann haben die ganzen Updates nichts mit uns zu tun, sondern die kommen sozusagen gratis von der Software und es gibt eine App dazu, das auch von Esri, also von dieser Firma hergestellt wird. Wir müssen einfach die Datenstrukturen dahinter programmieren, aber mit dem App haben wir nichts zu tun. Okay, also so ist die Planung und dann ist das Prinzip von diesen Exkursionen eben, zuerst lernen Sie das, dann wird es getestet, wenn der Test okay ist, dann gehen Sie auf die Exkursion. Beim Lernen haben Sie so einen vereinfachten Bestimmungsbaum, der wird Ihnen im Video von einer Expertin erklärt. Wir teilen die jeweils in 3 Teile auf und dann gibt es pro Teil ein Video mit einem Selbsttest-Quiz, ob Sie schon gekonnt haben. Und nach diesen 3 Videos können Sie den Test wählen. Das geht so bis ab 3 Tage vor der Exkursion können Sie das machen, dann kommen Sie mit eigentlich relativ frischem Wissen und haben dann schon so, Sie kennen die Pflanzen mehr oder weniger oder die Käfer oder was auch immer. Und wenn Sie die Tests erfolgreich absolviert haben, dann kriegen Sie dann auch noch so eine Fotounterlage mit etwas mehr Informationen zu den Organismen, die Sie bestimmen müssen. Und das kann dann auf der Exkursion selber sehr farbig aussehen. Manchmal gehen Sie in den Bach und fischen unter den Steinen nach Organismen. Oder Sie gehen mit der Lupe an den Baum und schauen, welche Flechtenart da jetzt wächst. Oder Sie suchen Pilze irgendwo. Also Sie gehen durch den Wald, hören Vogelstimmen, müssen dann erkennen, welche Vogelstimme das war. Da gibt es immer die meisten Versuche, bis die Tests dann bestanden sind in der Vorbereitung. So, das sieht so aus und das generiert ziemlich viel Daten. Also diese Vorbereitung und die Tests, die sind auf Moodle. Also wir sehen dann, wie häufig die Tests gemacht werden müssen, bis sie eben diese 80% erreicht haben. Wir sehen auch dank der YouTube Analytics, wie die Videos geschaut werden. Es gibt dann manchmal so Peaks dort, wo die zusammenfassenden Grafiken drin sind. Da gehen sie dann während der Testphase nochmal hin und schauen, wie das jetzt genau war. Wir sehen auch, Unten sehen Sie, welche Fragen mit welcher Häufigkeit beim korrekt bearbeitet, also beantwortet wurden. Und das brauchen wir einerseits dafür, die Fragen anzuschauen, ob wir vielleicht irgendwo einen Fehler gemacht haben. Aber wir suchen auch, also wenn Sie diese Tests machen, dann kriegen Sie immer aus der mittleren und der schwierigen und der leichten Kategorie eine bestimmte Anzahl Fragen zufällig zugeteilt. Und so haben wir dann auch im Griff, ob diese Kategorien noch stimmen. Also das ist so, die Studis testen sich digital und wir kriegen aus ihren Daten dann wieder Feedback daraus,
ob diese Tests überhaupt sinnvoll sind. Ja, und dann die Tests selber, die sagen dann auch ein bisschen etwas über das Lernverhalten aus. So jede dieser Linien ist jeweils eine Studierende oder ein Studierender. Und dann die oberste Linie ist dann, wenn sie den Test bestanden haben. Und unten kommt jeweils, wann, also die anderen Tests. Und das gibt dann schon Studis, die dann fünfmal probieren. Und wenn man das Log anschaut, dann sieht man, die gehen gar nicht die Videos schauen. Und das sind dann manchmal solche Studis, bei denen ich anklopfe und sage, willst du nicht mal die Videos schauen? Und oben, das ist auch interessant, das zeigt uns, wann die Studis das vorbereiten. Wir haben es eigentlich gemacht, um zu schauen, ob es überhaupt geht, wenn wir diese 3 Tage vor der Exkursion jeweils freischalten, ob es wirklich genügend Lücken gibt, wo die Studis dann auch diese Lernaktivität machen können. Aber der lustige Effekt ist, man sieht dann auch, wer nachts arbeitet. Zum Beispiel Studi 4 arbeitet eigentlich nur zwischen 0 und 3 Uhr morgens und beginnt um 10, egal von welchem Wochentag das abhängt. Aber das ist mehr trivial. Auf der Exkursion selbst haben eben die Studis, laden sich am Anfang des Semesters ein Collector, das Collector-App runter, also dieses Esri-App. Sie haben da verschiedene Exkursionen, die sie auswählen können. Wir müssen sie am Anfang ein bisschen schulen, weil nicht alle irgendwie so wirklich fit sind mit ihren Smartphones, dass sie selber alles rausfinden, obwohl die Apps selbsterklärend sind eigentlich, mehr oder weniger. Aber das machen wir am Anfang und dann können wir sie eigentlich losschicken und dann haben sie jeweils so eine Landkarte, wo sie durchgehen. Manchmal sind die Pfade eingezeichnet, wo sie hingehen müssen. Und sie gehen meistens in 2 Gruppen raus, finden einen Organismus, klicken da drauf, sagen, das ist der und der Organismus. Sie können auch noch Fotos machen, die hochladen und das geht dann auf den Server. Und am Schluss der Exkursion gibt es manchmal schon eine kurze Auswertung. Warum haben wir heute so wenige Schmetterlinge gesehen? Oder Revierbestimmung von Vögeln. Da gibt es wahrscheinlich ein Amselpaar und da gibt es ein Amselpaar. Das geht auf der Exkursion. Und dann eben von diesen 6 Exkursionen werten sie jeweils nur eine aus in einem Datenworkshop. So, hier sind noch ein paar Impressionen, wie das dann aussieht. Studis sind in Paaren unterwegs. Das ist, was rauskommt direkt als Rohdaten und das machen sie jeweils dann auf der Exkursion, so eine Abschätzung, wie die Vogelpaare verteilt sind im Wald. Das ist alles sehr oberflächlich. Die Theorie dazu kriegen sie in der Regel gerade auf der Exkursion vermittelt und es ist wirklich so ein kleines Flashlight, um sie später für das zu interessieren. Dann gehen Sie in so einen Workshop, das sind meistens so 40 Studis und die haben 3 verschiedene dieser Organismengruppen, werten Sie aus. Die Daten bereiten wir etwas auf und dann erstellen Sie so mit, also wir haben ein paar Leitfragen, was Sie raussuchen könnten aus den Fragen und dann erstellen Sie Grafiken, die dann darstellen sollen, was Sie rausgefunden haben. Zum Beispiel auf der linken Seite, welche Pflanzen sind besonders häufig im Wald, welche kommen an feuchten Standorten vor und so, das ist eine eher ökologische Fragestellung. Oder die Forstwissenschaften, die schauen dann, wie ist ein Baumbestand aufgeteilt, wie ist die Verteilung vom Alter der Bäume und so. Das sind dann schon Fragen, die ein bisschen in die Richtung lenken, wo die Vertiefungen dann herkommen. Ja, und die Studis finden es toll. Es gibt natürlich alles, also das haben wir mal gemacht bei einer Auswertung. Es ist nicht so, dass dann plötzlich ganz viele Leute in diese organismischen Veranstaltungen gehen wollen, aber sie schätzen es natürlich, draußen zu sein und sehr viele schätzen es auch, dass sie selbstständig sich das Wissen erarbeiten können, das es dann braucht auf der Exkursion. Und die Dozierenden, die sind auch sehr zufrieden, weil eben die Studis vorbereitet kommen. Also man kann ganz anders arbeiten damit. Ja, und hier habe ich Ihnen noch so ein paar Dinge aufgelistet, die eben, wie die Biodiversitätsexkursionen von der Digitalisierung oder von den digitalen Kompetenzen im Lehrkörper profitieren und umgekehrt eben auch die Biodiversitätsexkursionen eine Rückwirkung haben auf die digitalen Kompetenzen. Angefangen vom Selbstlernen über den Umgang mit dem ArcGIS-App auf der Exkursion, bis hin zum Einstieg in Data Science, Visualisierung von Daten, die sie eben auch selber gesammelt haben. Und auf der anderen Seite haben wir profitiert als Institution, weil wir jetzt auch andere Exkursionen mit diesem Algorithmus bespielen. Wir haben mehr Erfahrung über Video und Selbstlernen. Und ja, die Analytics haben auch ein bisschen davon profitiert.